schon in die falsche Richtung. Du bist noch offline. Zum Glück waren wir auf verschiedenen Seiten. Manni, du bist noch offline. Nee, ja, der Manni steht vor mir. Lokotos ist auch weg. Ich bin die ganze Zeit ohne, ich weiß nicht, was ist für ein Problem. Ja, aber wieso bist du jetzt auf einmal hinter mir? Du warst die ganze Zeit vor mir. Der ist auch noch vor mir. Ich stehe vorne bei Lokotos. Kevin, bist du noch da? Ja, ich bin aber offline, steht bei mir. Ich stehe immer noch an der Position, wo ich vorher stand. Ja, dann stehst du neben Peter und ich stehe fast in der Mitte bei euch. Ja, Peter steht auf euren Standstreifen und ich stehe ganz links. Ja, und ich stehe da mittendrin. Markus, und wo ist der Florian? Flo, wo bist Florian du? Florian ist vor mir. 500 Meter vor dir. Hä? Neben dir steht die Tine, nicht der Manni. Leute, ich bin immer noch offline. Markus, bleib stehen. Warte, du jetzt an der E-Locken? So, meine Beine sind wieder online. Vor mir da. Wir sind schon wieder alle online. Ja, aber vor mir stehen noch ein paar Leute. Wir sind alle ein Stückchen weit. Ja, darum hat es mich gewundert, dass ich so weit vor uns jetzt auf einmal. Also kann ich jetzt weiterfahren, oder wie? Ja. Nicht, dass ich jetzt weiterfahre, ja. Und einer kommt in mir rein. Ist der Darcy auch schon wieder da? Ich bin da. Doch, das ist mal, du musst da wieder vor mir, oder? Der Darcy steht über die ganze Autobahn. Ja, genauso wie ich. Darcy steht dann über die ganze Autobahn. Du Mann, ich okay, dann, dann nimm ich mal Schwung. Ich nehme jetzt Schwung, fahren wir wieder, Leute. Fahren wir wieder. Ich nehme jetzt Schwung. Und ich hoffe, die Tracker-Lady gibt. Wer ist noch nicht da? Was ist mit mir? Ach, der Schweizer. Nix, nix. Ja, ich... Ich schließe mal schnell das Spiel. Also manchmal glaube ich, der Harald Frenkel hat wirklich recht. Mit den Schweizer. Was? Ich hab nichts gesagt, ich hab nichts gesagt. Ich fahr da bei 4 Uhr zur Tankstelle, weil ich muss tanken. Sonst stehe ich jetzt gleich. Achtung Peter, hier vorne stehen alle. Ich müsste auch tanken. Ja, dann fahr auch für euch zum Tanken. Ja, ich hab nur mehr 50 Liter drinnen. Ihr wisst schon, dass man normalerweise von Budapest nach Zürich in so 20, 30 Minuten kommt und wir jetzt irgendwie seit 2 Stunden hier sitzen, oder? So, jetzt hast du das Vergnügen, auch mit dem Manikus-Konvoi mitzufahren, ja, dann brauchst du für jede Stunde. Stell dir vor, wir den noch Liverpool fahren. Von Wien nach Liverpool. Wir fahren um 9 Uhr abends weg und sind nächsten Tag in der Früh um 9 dort. Ich wollte nur was, das also ich habe jetzt Zeit, also es ist ja... Ja, du musst dir das so vorstellen bei dem Konvoi, das ist ja Echtzeit, was wir fahren. Ne? Das ist ja nicht Spielzeit, das ist Echtzeit. Ne? Na gut, dann sind wir aber extrem schnell. Die Fans, du musst mich wieder nach vorne lassen. Ich komme auch nicht weiter. Also, ich muss auch jetzt mal schnell rechts, damit ich dann nachher den anderen reinlassen kann. Ist ja normal, dass die alle tanken müssen, 500 Liter nur für Stehen verbrauchen? Also, ich muss auch tanken. Also ich schaff noch 3300 Kilometer. Warte jetzt da schon durch oder? Manni. Die Tankstelle, wo du tanken gehst, müssen wir durch, ja. Müsst ihr durch, oder was? Ja. Viel Spaß. Mein Tank ist noch zu 3/4 voll. Ja, vor allen Dingen das Schöne ist, dass du jetzt 10.000 Liter wieder durchschlägst, also, das ist lustig. Ja, eben. Ihr müsst zu die Tankstelle und dann kommt und ich den Parkplatz. Bin ich vorbei. Das gehen wir alles oder nichts? Was ist alles oder nichts? Achso, das geht, ist dieser große oder kleine Tankstelle? Groß. Der große. Fahren wir durch, Tassi? Ja. Der Markus blockiert aber. Nee, echt jetzt? Ach Gott! Florian! Für was ist typisch. Typisch. Nein, ich hab genauso viel Platz lassen, dass man vorne mit einem LKW vorbeikommt. Man muss nur lenken können. Okay. Ich gebe jetzt Vollgas, mir ist das wurscht. Viel Spaß. Ja, ich stehe hinter Florian. Ja, what? Ich muss ja tanken hier. Blüsch, bist du bereit? Wieso? Lass ich ran, da alles aus dem Weg, was da vorne steht. Ich hab Kerosin geladen, weißt du? Ah, okay, ich Gabelstapler. Das ist wurscht, wenigstens treffen sie in der Hölle wieder. Mein Himmel kommen wir nicht. Das kann man keiner dazu. Schau, ich hab 40 km/h drauf und bin bei der Tankstelle. Ja, du und Vollgas. Es ist total genial. Also. Manni, du musst jetzt aber rechts fahren. Du müsstest wurscht, ich fahr da durch die Wiesen an. Mit dem Schaff ich das Dokument nicht schnell. Du kommst nicht einmal auf, Reaktor. Scheinbar. Ja. Du stehst ja schon. Weil ich muss dann auch beschleunigen, dass ich dort einen Parkplatz rasen kann. Hey, aber ich mach das raffinierter. Ha! La 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 la. Ui. Ey, das ist fake. Der Flo hat.
das hat mit Feige nichts zu tun, sondern Flo hat einfach die Einfahrt blockiert. Was soll ich denn hier von dir? Das war der Markus. War der Markus. Nein, ich bin die Einfahrt. Also ich nehme jetzt einfach mal Gas. Sonst schaffe ich das nicht mit Vollgas. Wir hatten die Wahnsinnsrückkopplung da drinnen gerade gehabt. Die Christine. Weil wir müssen sowieso hinten einreihen. Und gleich kommt der Parkplatz. Ja, aber das sichert ist nicht schätzen, die bin gut dran. Jetzt geht Gas, du blöde LKW. Gas, 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 wie würde ich sagen? Ich muss eh warten. Warte mal, der Windzug, der macht mit schneller. Von ja, Bruder! 5 km/h in die Ecke gesprungen. Nur mit 5 km/h in die Ecke gesprungen. Der Parkplatz ist da. Schau dir das an, schau das an, wie uns nicht davon ziehen. Wer ist denn das da jetzt sowas? Hallo? Lieber Hindo. Der überholt mich noch. Scheiße! Hallo, hinten anschließen, hier oder? Akkus durch den Parkplatz durch. Sicher, ich bin eh auf Schwanzlinge bei dir drauf. Ganz rechts, ganz rechts, ganz rechts. Oh, das ist schon der Unfall. Scheiße. Wow, habt ihr das gesehen? Wie laut die Ecken oder da nicht? Bravo, Achtung! Bleib mal stehen, oder? Ja, weil wir sind hinten einreihen. Aber das Lustige ist, ich hab keinen Schaden bekommen. Ja, aber du bist gestanden wie ein Bock. Von 80 auf 0. Wer ist jetzt eigentlich an letzter Stelle? Weil Lokotus und ich müssten zuerst einreihen. Der Das ist der Letzte. Ja. ihr seid aber nicht ganz rechts gefahren, oder? Ganz rechts ist da bitte. Also alle hier rein, oder wie? Ja, alle da rein. Rein ins Vergnügen. Christine, ihr müsst mich auch noch überholen. Ich bin jetzt als Letztes. Okay. Die haben geschummelt, Leute. Haben sie das gesehen? Überhol du mich mal. Lokotus, wieso stehst du da und sagst, Nee, irgendjemand hinter mir. Bracker, wie das kann ich nicht sehen lassen. Ja. Das ist mir vorne. Bracker, wie das. Vorfahren. Ja, ja, das kann ich aber trotzdem nicht sehen lassen, gell? Es stimmt eh nicht mehr. Ja, die Trackerlady, die hat geschummelt. Hey, wieso überholst du mich? Ich hab's genau gesehen. Du weißt doch, Schweizer schummeln immer. Na was? Menschenskinder, die hat einfach einen Klick, da kommt nur mehr eine Tankstelle. Okay, warte, schauen wir das genau an. Achtung, wir stehen hier wieder. Markus, okay, pass auf, Trackerlady und der Lokutus. Ja, jetzt hat der Lokutus leider die Arschkarte gezogen, wie man so schön sagt. Ja. Die nächste Tankstelle gehört der Trucker-Lady. Ja, und zwar, da gibt es nämlich eine Spur, zwei Spuren, die ganz äußerste rechte Spur vorziehen. Da fahren wir wieder durch. Aber Vollgas. Die ganz äußerste rechte Spur. Ja. Wir fahren nach Zürich. Also, einen ganz rechten Parkplatz hat wo hoffentlich nichts steht. Also, du meinst die hier vom Tunnel so zusammen, das ist ja hier. Ja, bei der Tankstelle. In wie viel Kilometer kommt die? Wir müssen jetzt abbiegen. Was musst du jetzt abbiegen? Du kannst jetzt nicht abbiegen, du kannst jetzt anständig umgehen. Vorsicht, da kommt ein anderer Achtung, Fahrer. Da kommt irgendeiner, der nicht zu uns gehört. Ja. Und ein anderer. Ja, was soll ich jetzt machen? Ich weiß auch nicht genau, was alle drei machen. Spuren blockiert sind. Nee, ist nicht nur echt. Ja, also ihr solltet mal links oder rechts fahren. Du hast gesagt, wir können die nächste rechts. Nein, ich sehe. Ja. Das ist ideal. Ah, das ist der. Ja, die hinter uns sind, glaube ich, können ein bisschen überholen, ne? So Peter und so, ne? Ich muss ja hinter dir bleiben, ne? Also, Florian gibt Gas. Defense, neben dir, der ist genau auf deiner Höhe. Ja, deinem, ich schreibe ihm mal, wenn er mitfahren will, soll er sich hinten einreihen. Ich glaube, der will einfach nur weiter nach Zürich oder so. Ja, der überholt jetzt. Anhänger. Durch die Tankstelle fahren wir nochmal, Markus. Glaube, so wie es aussieht, bleibt der stehen. Aber ja. Du kannst ja mir einmal fragen, ob vielleicht ein Café für Markus hat. Ja, fahren wir bitte zur Tankstelle und dann warten wir, oder? Ja, keine Ahnung, wir haben es wohl. Ist mit denen da hinten jetzt alle? Wo ist der Tasi? Wir hängen noch hier ein bisschen fest. Defense, du kannst weiterfahren. Okay. Ja, ich muss alle nach vorne. Also, jetzt nicht rausziehen, Plüsch. Nicht raus. Also, kann ich jetzt vor dich fahren, Lady? Gut, danke. So, da ist sie, komm, danke. Ja, so, Freunde, ich frag sicher, was ich da jetzt vorhab. Ja. Ah, ich hab mich vierig geschummelt mit einem schnellen LKW. Aber hey, nicht bei mir vom LKW. Manni, wir sind schon bei der nächsten Tankstelle fast. Was? Dann war schön, wenn es stimmt jetzt. Achtung, die Fans, ich überhole links.
Ja. Kannst rein. Ist das wirklich da vorne, mein lieber Freund? Wie hat das gemacht? Ja, also mal die zwei mussten ja stehen bleiben, damit wir an ihnen vorbeifahren. Wo wollen wir denn hin? Runter oder geradeaus? Ja, dann bleibt es nämlich stehen. Runter. SB Christian. Scheiße. Also Zürich. Jo. Ja, doch nicht in der Kurve stehen bleiben, Satz in ihr Tempert. Vor Werder. Du hast gesagt stehen bleiben. Ja, vor Werder. Also hat's auch nicht mitten in der Kurve, ja. Hinter der Kurve stehen bleiben. Fisch, ach Gott, sag mir, hast du einen Führerschein? Wo müssen wir da eigentlich durch? Ah, dort hoch. Ja, da rechts. Aber ja. Wir bleiben jetzt vor der Kurve stehen. Das ist ja hier. Sieh ich einfach mal rüber. Ich muss euch jetzt eh nicht sagen, wie schnell du jetzt den Berg aufgekommen bist. So wie du stehen blieb. Wo wolltest du denn? Nach München oder Zürich? Ja. Ah, Flo, fahr weiter bis zur Tankstelle. Also, wenn Zürich. Sie so weiter machen, fahr ich mit 20 durch die Tankstelle, also, Mann, ja? Markus, jetzt Vollgas durch die Tankstelle. Nicht durch die Tankstelle, du sollst bei der Tankstelle stehen bleiben. Das habe ich auf Video, Manikul. Was denn? Ah ne, das ist Christine von mir. Die hängt. Wie meinst du, die hängt? Ja. An der Leitplanke. Ist jetzt eigentlich der andere Typ, der da vorhin immer plötzlich kam, ist der jetzt immer noch bei uns? Ja. Nein, im Rasen hänge ich. Nee, du hängst genau an der Leitplanke, schrammst du entlang. Bügel nach links. Also Leute, ihr müsst wieder langsamer werden. Die schöne rosa Lackierung. Was ist denn das für eine Tankstelle? Eine Trucker-Lady. Ja, ist ja klar. Scheiße! Ja, genau. So. Aber ihr wisst schon, dass ich sowas hasse am Berg, ja? Was, die stehen bleiben? Ja. Das heißt, man müssen Friesen, hätte ich viel öfters gemacht. Also du, ich hab, Truckerlady, ich hab kein Problem damit. Ich hab nur 3 Tonnen Fracht und ja, 750 PS Motor. Ja, ich fahre mit Handschaltung, weißt, das ist das Problem. Ah, okay, ich fahre mit Maus und Tastatur. Guck mal, was der schreibt, seid ihr in der Fahrschule? Warte, ich schreib schnell zurück. Ja, schreib zurück, wenn ein Café am Bord zu einem Markus bitte geht. Nee. Meiner liegt immer noch auf der Beifahrerseite. Also Leute, ihr müsst Gas geben, weil gleich kommt die Tankstelle, ja? Ja, und dann bitte Gäusche, ja, ihr müsst saufen, wo ich stehe. Markus, du musst weg da. Du musst weg da. Ich lasse dich jetzt mal vorbei, ich fahr mal auf den Seitenstreifen. Markus, du musst weg. Ja, ich geb eh schon Gas. Wo ist? Du stehst da immer noch. Ja, Motorfehlfunktion. Ja, dann baue ich geschwind aus und baue da nächen, ey. Ich weiß nicht, dass du so ausstößt. Gibt's ja gar nicht. Du, die rasen da mit 90 durch die Rahmen die weg. Bin mir wurscht. Da kommt vielleicht. Was ist denn das? Wer ist das? Hallo, wer ist das? Plüsch? Ja. Ah, das ist Markus, bleib stehen. Also, ich komme. Der Peter? Weil ich komm. Ich warte schon. Einfach gerade. Ja, okay, kannst du da durch. Also, Achtung, ich komm von links. Ja, ist jemand hinter dir? Nein. Was? Wer kommt da jetzt? Warte, kommt da wieder. Vollgas durch. Draufbleiben am Gas, Blüsch. Draufbleiben! Nicht bremsen, wo fährst du ist? Ah, siehst du, wo ich stehe? Haha. Manometer, das ist ein Feigling. Okay, warte, Manni, try again. Defense, jetzt fährt der auch falsch, du musst ja rechts abbiegen müssen, Defense. Ja, Alter, fast reingefahren bin ich in dir. Hätte ich jetzt hier irgendwas abbiegen? Da kommt die Christine. Leute, fahrt! Der nimmt überhaupt die Abkürzung. Du solltest jetzt weiterfahren, außer ihr wollt fliegen lernen. Du Mann, ich kann noch fahren. Und jetzt geht's los, jetzt kommt die Truckerlady. Jetzt kommt die Truckerlady, ja. Das will ich sehen. Also, jetzt kommt's zum Crash. Hallo, ich steh doch nicht. Warte, lass mal den LKW in Ruhe.